Der Sir Podcast. Geschichten vom Segeln, vom Ammersee und von interessanten Menschen. Und immer von Bord des Traditionsseglers Sir Shackleton. Hurra! Christian, endlich an Bord! Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Ja. Das ist die erste Mal jetzt seit, keine Ahnung, Anfang Mai. Seit wir das Schiff eingefasselt haben. Schiff hergebracht, geparkt hier, abgestellt, heimgefahren. Seitdem nicht mehr da gewesen. Ja. Schön, dass du da bist. Viele Leute fragen nach dir, wie es dir geht, wo du bist. Und deswegen ist es so schön, dass du jetzt endlich hier auf deinem Schiff wieder bist. Ja, erstens mal ist es unser Schiff, nicht nur mein Schiff. Es gehört auch dir, lieber Klaus. Und ja, ich dachte mir halt Anfang Mai, mit der Corona, das war auch nicht so prickelnd. Die war kurz vor Mai, also bevor wir Schiff hier eingewassert haben, war ich in Teneriffa und da ging es dann los mit Corona. Da war ich dann erstmal eine Woche im Hotel eingesperrt. Ja, dann sind wir heimgeflogen, Schiff hergebracht und danach dachte ich mir, naja, was mache ich jetzt mit der Corona-Zeit? Habe mich halt dann derweil ins Krankenhaus gelegt und mich ja, behandeln lassen. Ich hatte da ein größeres Problem, das jetzt näher ausbauen will, aber das hat halt dazu geführt, dass ich jetzt nicht mehr kommen konnte und auch euch nicht mehr spazieren fahren konnte, was ich sehr gerne tue und ja auch gemacht habe und auch wieder machen werde. Nur dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts werden. Ich bin jetzt gerade in der Erholungsphase und muss schauen, dass ich wieder alles so weit hinkriege. Es geht mir so ganz gut. Ist wieder alles fast in Ordnung, bis auf ein paar Dinge, die ich halt noch machen muss. Und ja, es halt noch nicht zulässt, dass ich jetzt mit Gästen spazieren fahre. Aber das kommt ganz sicher wieder und nächstes Jahr werden wir uns wieder sehen. Ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass du so fit bist, John. Und dass du die Zeit jetzt auch nutzen kannst, dass du dich wieder erholst und auf die Füße kommst und spätestens nächste Saison dann hier das Ruder auch wieder in die Hände nimmst. Ja, was heißt das Ruder? Wir machen es ja gemeinsam. Wir teilen uns ja immer die Arbeit auf, was wir immer gemacht haben. Und jeder hat seinen Part dazu geleistet. Und ja, jetzt bleibt halt gerade momentan alles an dir hängen. Kein Ding. Der Vorteil war natürlich, dass Corona war und erstmal nichts ging. Was zwar schlecht war, aber auf der anderen Seite wieder ganz gut, weil ich ausgefallen bin. Ja, jetzt ab Juli hat der Klaus wieder voll losgelegt. Gott sei Dank haben wir auch einen neuen Skipper dazu gekriegt, einen Lino, den ihr ein paar sicherlich schon kennen und auch schätzen gelernt habt. Auch ein toller Typ, auch ein guter Freund von uns beiden. Ich kenne Lino ja schon, keine Ahnung, fast 60 Jahre. Wahnsinn. Und sind gute Freunde und segeln ja schon lange miteinander, Lino genauso wie Klaus und ich, ja, immer wieder mal zusammen und dann wieder getrennt, Turns gefahren und daraus entstand das letztlich ja auch mit der Sir, unser Hobby. Der Lino hat uns zusammengebracht damals, Christian. Der Lino hat uns zusammengebracht, ja, letztendlich hat der Lino uns zusammengebracht, ja. Über den Lino, ich habe ja vorher schon die Scheine gemacht, ja, vorher glaube ich angefangen und danach dann nochmal weitergemacht und ja, und der Lino hat mit dir, glaube ich, parallel, ihr wart damals ja Kollegen oder Arbeitskollegen zu der Zeit und ja, so sind wir zusammengekommen und seitdem sind wir eben Freunde, immer unterwegs auf Schiffen und ja, dann haben wir uns gedacht, warum machen wir das nicht mal richtig. Ich weiß noch, wie das losgegangen ist. Also der Lino hat uns beide zusammengebracht, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Und der Lino hat mich nämlich mal gebeten, weil er damals gerade seine Ausbildung gemacht hat, ob ich mitkommen kann, weil er Manöver üben wollte, Vorschoten. Ja. Und dann habe ich das gemacht und war so geflasht und habe dann gleich meinen Küstenschein gemacht. Und in der Zeit haben wir uns eben auch kennengelernt. Und ich weiß aber nur, wir haben dann mal, erinnerst du dich noch, wir haben mal einen Prüfungsturn für einen Gerald organisiert. Ja, ja. Das war der erste Männerturn, den wir gemacht haben. Legendär. Ja. Legendär. Naja, nichts gut für Leber, aber sonst Prüfung bestanden. Das war so großartig, da waren wir dann, 5 Mann waren wir unterwegs, haben eine Woche Ausbildung für einen Gerald gefahren und dann einen Prüfungsturn gemacht mit dem Gerald. Und seitdem sind wir eigentlich ziemlich viel miteinander
Da war der Gianni, glaube ich, auch noch dabei, oder? Waren das nicht zwei oder war das nur Das der war ein Gerald? bisschen später, Ah. wo der Gianni und Brigitte ihre Prüfung gefahren haben. Ach, okay. Ah, die zwei waren es ja. Genau. Und da ging das los und seitdem sind wir ja ziemlich viel. Ich weiß, hast du mal erzählt, wie viele Kroatien-Turns wir gemacht haben? In welcher Zusammensetzung immer? 15, 20? Pff, keine Ahnung. Viel. Fast jedes Jahr, mit Ausnahme mal da, wo wir ein Jahr mal vielleicht mal ausgesetzt haben, weil es es nicht ergeben hat oder zeitmäßig nicht zusammenkam. Aber kann mich nur gut erinnern, wie wir angefangen haben. Wir haben die Scheine gemacht und dann sind wir gleich mal nach Griechenland in die Kykladen und haben uns das leichteste Revier von hinten her ausgesucht und sind da losgelegt, gleich mal mit einem gescheiten Dampfer, mit einem Zweimaster, ein Schiff, was so wie unser Schiff mit dem Langkieler fast nicht zu steuern war. Die Scorpios. Das Scorpios, ja, ein Eisenschiff, Aber ein ein amerikanisches. super schönes Schiff. Eine Harding war das, Ein Harding 45. Und super schönes Schiff. ja, aber fast nicht im Griff zu haben. Na gut. Aber gut, wir waren, der Lino war mit dabei damals so, du und wir waren drei Skipper mehr oder weniger und haben uns da ja Tag und Nacht um die Ohren geschlagen, weil es uns ja permanent durch den Wind zerlegt hat. Da haben wir viel gelernt in den 14 Da Tagen. haben wir viel gelernt, ja, das war so unsere Feuertaufe und haben das Schiff und die Mannschaft heil nach Hause gebracht und das war eigentlich die Erfahrung. Und auch die Jahre danach, wir sind dann nächstes Jahr drauf gleich wieder nach Griechenland gefahren, hatten eine Atlantic 55, also kleinen richtiger Dampfer mit Saloon und echten Ledersälzen an Bord, da kann ich mich noch gut erinnern, gefahren. Also das war schon sehr lehrreich für uns und da haben wir eigentlich die große Erfahrung, von der wir heute nur zum Teil zehren, glaube ich, gemacht. Absolut, ich denke ganz oft an den Griechenland-Turn in den Kykladen, von dem du gesprochen hast, wie es uns in Milos eingeweht hat. Ja, 3 Nächte. 3 Nächte und erinnerst du dich noch die eine Nacht? Da lagen wir in Milos an der Hafenmole vor Anker und es hat pfiffen. Pfiffen ist gut gesagt, ja. Aber ich lag noch im Bett und dachte mir, das ist noch okay. Eine halbe Stunde später hat es noch ein bisschen mehr pfiffen und dachte mir, es ist noch okay. Und dann standen wir alle drei gleichzeitig im Niedergang, weil wir alle drei aufgewacht sind und das war auch keine Minute zu früh, weil in dem Augenblick ist der Anker Ausgerissen. ausgerissen. Und wir haben bei, was waren das, sieben Wir hatten Windstärken Wind von der von Seite? Backbord, ja, Windstärke weiß ich nicht mehr, aber es war schon nicht gerade wenig und hatten aber ewig lange Kette draußen, bestimmt, keine Ahnung, 60, 70, 80 Meter Ja. mit Anker, also Buganker und hinten 8 dann festgemacht am Steg. Ja, wir sind da nur noch raus, alle natürlich in der Unterhose, in der Früh um, keine Ahnung, 2, 3, ich weiß jetzt nicht mehr, wie spät es war, nachts auf jeden Fall. Und ja, hatten auflandigen Wind. Das heißt, wir mussten schauen, dass man auch rauskommt, weil wir waren ja quer zum Wind gelegen. Und das war die Herausforderung, ja. Und weil du sagst, das Schiff war schwer zu steuern, du hast das Schiff da mit dem Heck im Hafen so lange exakt im Wind gehalten, was wirklich schwer war, bis der Lin und ich die Ankerkette reingeholt haben. Weil der Anker wieder mal nicht ging. Oder die Weil die Ankerwinsch. Ankerwinsch sich verklemmt hat. Weil Ja. das passiert ja immer in solchen Momenten, dass Ja. das nicht gerade läuft und die Ankerkette hat sich in der Winsch verklemmt. Und der Lin und ich, wir haben die 60 Meter Ankerkette mit der Hand rausgeholt. Ja, und ich war am Ruder und habe geschaut, dass man nicht an Land Was ein Manöver, oder? stranden, ja. Und neben uns lag doch dieses kleinere Boot. Und das hat es doch dann. Das hat es am nächsten Tag zerlegt, ja, Das hat es weil zerlegt, gell? wir sind dann gut rausgekommen. Es hat sich zwar nur einer aufgeregt, das war so ein Touristendampfer, also What keiner. are you doing? You're crazy! Ja, der hat natürlich Angst gehabt, dass man mit unserem Anker, der noch in dem Moment wahrscheinlich noch nicht ganz heraus war, dass wir Ja. über seine Kette drüber fahren und ihn dann seinen Anker ausreißen. Die Angst hätten wir wahrscheinlich auch gehabt an Ja, seiner natürlich, Stelle. ja. Und der hat geschrien ohne Ende, aber wir sind dann gut außen rumgekommen und alles war gut. Und dann haben wir uns in der großen Bucht von Milos auf der gegenüberen Seite einen Ankerplatz gesucht, haben dann, glaube ich, zwei Anker sogar ausgebracht, einen Hauptanker und noch einen Zusatzanker. Ja, und haben dann die restliche Nacht da verbracht. Und die nächsten 2 Tage auch noch, was uns eingeweht hat, gell? Die nächsten 2 Tage auch noch, ja. Da sind wir dann wieder zurückgefahren, haben uns da aber auch nicht an den Steg mehr gelegt, wo wir vorher waren, an die Pier, sondern haben uns ja auch einen Ankerplatz gesucht, da waren wir ganz gut gelegen, hatten dann allerdings das Beiboot gebraucht und dann haben wir 3 Tage lang mit unserem Motor gekämpft, der immer nicht angesprungen ist. Unseren täglichen Außenbau, der gibt uns heute. Genau, das war der Standardspruch. Und angesprungen ist er nie, wenn dann nur kurz und dann natürlich 10 Meter gefahren und dann wieder die restliche Strecke gepaddelt. Da, bis wir ihn halt zum Richten gegeben haben, da ist er
Zwei Tage laufen, dann war er wieder kaputt. Ja, ja, so ein Segeltörn ist eine schöne Urlaubsentspannung. Ja, das ist schon ganz schön. Ja, das war kein Urlaub, das war. Aber es war noch, also ich weiß nicht mehr, welche Insel das war, die wir dann, glaube ich, nach Milos angelaufen sind, wo wir dann den Spaziergang hoch in das Dorf gemacht haben. Und das war so richtig Griechenland pur. Weiße Häuser, blaue Fensterläden, Blick runter in die Bucht und an einem Platz ein Glas Wein trinken. Also das war fast schon klischeehaft. Aber ich weiß nicht mehr. Kira? Ich weiß es nicht mehr. Schivas. Also wir waren in Milos auch mal oben, da sind wir, glaube ich, im Taxi hochgefahren. Da bei der Venus von Milos. Ja. Nee, war eine andere Insel. Macht aber nichts. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber war schön. Ja, wir waren Mykonos, aber da war, das ist ja nicht oben, die Altstadt. Nee. Und da haben wir dann die, keine Ahnung, Ausgrabungsstätte. Weiß jetzt immer, wie die Nachbarinsel geheißen hat, die kleine von Mykonos. Weiß ich auch nicht mehr. Aber schon so lange her. Also es gab schon wunderschöne Augenblicke auch, aber auch nochmal eine wilde Nacht. In Kapsunion hat es uns doch auch so erwischt. Ja, das war der letzte Tag, ja. Da lagen wir eigentlich gut, war schön, haben uns einen super angeplatzt. Es gab Captain's Dinner. Du kamst mit weißem Hemd und Kapitänsmütze zum Captain's Dinner. Genau. Totschick, super. Dann haben wir schön gefeiert und irgendwann hat es dann zum Blasen angefangen und dann ist ein Boot vor uns, da ist der Anker ausgerissen und das hätte uns dann fast krampft. Und dann hat die Jedi so gerade eben noch den Fender dazwischen gehalten. Ja. Aber unser Anker war dann raus. Dann sind wir. Ja, das waren Schweden oder Finnen, also auf jeden Fall Nordländer. Ja. Und die haben halt, wie halt die meisten Touristen das falsch machen, wenn sie unterwegs sind, Anker einfahren. Das ist halt für viele ein Fremdwort, aber äußerst wichtig. Wenn es eben mal auffrischt in der Nacht und der Anker hält nicht, dann hast du halt ein Riesenproblem. Und wir haben aber da wirklich immer extrem drauf geachtet. Wir haben ordentlich Kette gegeben und die Schiffe in Griechenland, das sind ja auch richtige Seeschiffe, die haben Kette. Die, ich glaube, unser hat sogar 100 Meter Kette gehabt und einen Anker, den bringst du in 100 Jahren nicht raus normalerweise. Haben ordentlich Kette gegeben. Unser Schiff hat auch sicher gehalten, trotz den Stürme, auch gerade da in Kapsunion jetzt. Und irgendwann mal, wir haben natürlich mal vorausschauend eben Nachtwache gemacht. Die Jedi hat zu dem Zeitpunkt Nachtwache gehabt und die hat dann irgendwann mal blärt, dass da irgendwas ist. Sie ist dann mit einem großen Fender, das ist ein großer roter Ball, war das, glaube ich, die Riesenfender, dann genau zwischen unserem Bug und dem Bug von, oder Heck, ich weiß nicht mehr, was vorne oder hinten ist, ja wurscht, hat dann nur abfändern können, weil der Finne, Schwede uns unseren Anker ausgerissen hat und dann verhettert war, unsere zwei Anker, und dann unser Schiff getatscht hat. Ja. Gerade nur so, das hätte Mats, das hätte ein ordentliches Loch geben können. Genau, wenn der und der Bojenfeld, wo Grammelt voll war, also praktisch auch kein Platz zu manövrieren. Ja. Wir haben Gott sei Dank in der Scorpius damals auch eine Maschine gehabt, glaube ich, mit 130 oder 140 PS, also die hat richtig Power gehabt. Das war ein ordentlicher Landfall, ja. Konnten dann uns befreien von dem anderen, mussten aber dann ablegen, weil keine Chance mehr in der Nacht nochmal neuen Anker zu setzen, weil zu viele Boote auch da waren. Blasen hat es da aus, hat ordentliche Welle gehabt. Ich erinnere mich, uns hat es ganz schön durchgeschüttelt, als wir da ausgelaufen sind. Ja, ja, wir mussten ja dann raus aus der Bucht und ja. Gerade eben noch Captain's Dinner und schon unterwegs. Genau, wieder am Ruder, der Lino, Gott sei Dank, damals noch nichts, GPS und so. Alles klassische Navigation. Gott sei Dank war der Lino, ist da so seefest und er konnte dann unten im Salon auch navigieren, was ja äußerst wichtig war bei Stockdunkelheit und ist ja nicht so einfach, klassische Navigation ohne GPS, wenn man da rausgeht und ist ja lebenswichtig zu wissen, wo man ist in dem Moment. Und ja, hat gut geklappt. Wir haben uns dann nur eine vorgelagerte Insel uns ausgesucht, wo wir dann auf der Rückseite geschützt lagen. Da weiß ich noch. Ja, kannst du weiter erzählen? Meine Güte, der Lino hat das rausnavigiert, du warst am Ruder. Ich bin dann vor, als wir da in Lee von der Insel kamen, ich bin dann vor. Und ich habe irgendwo am Horizont ein ganz schwaches weißes Licht gesehen. Und ich dachte, das ist ein Dampfer, der irgendwo meilenweit irgendwo da draußen ist, weil das so eben so Totenfunzel war und so schwach. Und dann habe ich einen Scheinwerfer angemacht und war wuff. Er liegt da vor und seine brettelsbreite, riesige weiße Yacht. Und dann sind wir ganz in die Eisen gestiegen. Und dann haben wir ja Anker fallen lassen. Ja. Und ich weiß, und der Lino sagt, Leute, hier ankert keiner in der Ecke, wo wir waren. Das hat einen Grund.
Und ich für meinen Teil, ich war müde, ich war groggy, ich war genervt. Ja, mich genauso. Das ist mir jetzt alles scheißegal, ich werde jetzt geankert. Und dann in der Früh klopft ja, ich weiß nicht, dann hat jemand anders Ankerwache gehabt, die Seli, glaube ich sogar. Irgendjemand hat gesagt, du, da ist irgendjemand draußen, der will was. Genau, dann bin ich raus, dann war da ein Fischer und der wollte sein Netz. Und dann haben wir unseren Ankerkette quer durch sein Netz gelegt. Genau. Und dann haben wir Meter für Meter, haben wir die Ankerkette hochgeholt und haben Meter für Meter das Netz aus dieser Kette rausgeschnitten. Und mir tat es in der Seele weh und dieser Fischer war von einer Ruhe und gelassen, ich hätte ja tobt, ja. Ja. Der war ruhig und gelassen, hat das zerschnittenes Netz gehabt, ist der Funk gefahren, haben wir nur zu tun gehabt, dass wir dem hinterherkommen, dass wir dem irgendwas geben, eine Flasche Wein. Flasche Wein haben wir ihm dann gegeben, ja. Dann hat er sich dann riesig gefreut, ja. Und dann sind wir heimgefahren, dann hat man keinen Bock mehr, gell. Ja, es war eh der letzte Tag, ja. Ja. Und die Fahrt dann nach Athen selber, nach Piräus, war schon... Die Hafeneinfahrt. Die Hafeneinfahrt bei seitlichem Wind. Mit einer riesigen Welle. Mit einer riesigen Welle. Und die Hafeneinfahrt ist nicht besonders breit. Nee. Die ist sehr schmal und wir mussten seitlich anfahren, also mit dem Seitenwind. Und die einzigste Chance war, also wir hatten einen Skipper, also einen Skipper, einen Eigner von der Yacht dann schon gesehen, im Hafen an der Pier. Der hat uns zugeschaut, der hat wahrscheinlich Blut und Wasser geschwitzt, ob wir überhaupt heil reinkommen. Aber Marco wir sind dann, hieß der, gell? Marco. Marco, ja. Mhm. Und sind dann mit Vollspeed, mit alles, was die 130 PS hergeben hat, sind wir dann praktisch auf der Welle reingeritten. Richtig reingesurft, ja. Und dann natürlich, wie wir dann die Einfahrt der Pier gehabt haben, und dann war er ruhig und dann sind wir wie so von der Welle auslaufend, Schiff so auslaufen lassen, dann waren wir drinnen. Und dann mussten wir erstmal irgendwo anlegen und das bei dem Winter innen drinnen. Das war dann noch interessant, dann zwischen zwei Piers oder Stegen noch das Schiff zu drehen, weil der Eigner dann einen Platz für uns gesucht hat, der jetzt in dem Moment falsch war. Mhm. Aber es ging ganz gut. Das Schiff, auch wenn es ein Langkieler war, konnte mit der Maschine gut drehen. Mhm. Aber man muss halt wissen, das haben wir ja unterwegs immer geübt, das Schiff nur mit Maschine im Griff zu haben. Der Eigner war ja extrem erleichtert, als er lag und hatte dir ja nur gesagt, you are the true skipper. Das fand die toll. Das hat er also sehr, sehr anerkannt und der wusste auch, wie schwer das ist, dieses Schiff bei den Bedingungen eben so exakt da rückwärts in die Pier oder auch zu drehen im Hafen. Ja. Das war ja nicht so ganz einfach. Mhm. You are true skipper, hat er gesagt. Ja, super. Das war schon. Ja, da haben wir viel gelernt und das war jetzt unser erster Turn und es folgen noch viele Turns, aber ich glaube, das werden wir eher mal anders mal machen, oder? Lass uns kurz, weil das ist ja interessant auch. Du hast ja die Sir entdeckt. Ich habe die Sir entdeckt, ja. Durch Zufall. Uns war klar, wir wollen gerne sowas machen. Du wolltest gerne Seminare machen, du bist ja Coach. Und wir zwei segeln gern. Und ich war zu der damaligen Zeit in Hannover beruflich, was auch nicht so prickelnd war. Und ich habe gesagt, Mensch, das könnte man doch zusammen machen. Zuerst wollten wir es ja mit mehreren Leuten machen, aber dann haben wir uns entschieden, dass wir beide das machen. Und dann ging es halt los nach der Suche eines Schiffes. Wir hatten ja zuerst ein anderes Schiff. Die Gaudiamus. Die Gaudiamus, ja. Tolles Schiff, aber halt nicht geeignet. Genau. Ja, im Nachhinein, das wussten wir zu der Zeit noch nicht so. Richtig. Ja. Richtig. Gott sei Dank haben wir dann aufgrund der Tatsache, dass das Ergebnis der Begutachtung nicht so positiv ausgefallen ist, die Finger weglassen und dann haben wir halt gesucht und dann ist im Internet irgendwann mal, gibt ja auch so Börsen für historische Schiffe, bin immer der Zufall drauf gestoßen, habe Klaus, hey Klaus, schau mal das an, das schaut doch ganz gut aus, wäre das nicht was für uns? Und ich habe die Mail von dir bekommen mit den Fotos, habe die ersten drei Fotos, waren nur drei Fotos dabei, vom Vorschiff aus über das Kajütdach von der Sir und komisch, habe ich gedacht, ja, das könnte sie sein, das könnte sie sein, das schaut gut aus. Ja, die hast du entdeckt. Ja, und du bist dann gleich hoch. Ich bin dann gleich mal hochgedüst, nach Hamburg geflogen. Genau. Und dann in Rendsburg, oder? Ja, und dann hat er diese Scheunentor aufgemacht und ich bin erschrocken. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, was tun wir hier? Und dann habe ich das ja angeschaut und dann saß sie irgendwie nach 4 Stunden gucken, saß sie im Auto und habe die angerufen und habe gesagt, Christian, ich glaube, ich habe unser Schiff gefunden. Ja, das war's dann, ja. Und seitdem haben wir das Schiff, ja. Im Juni 2011 war es ja dann hier. Ja. Mit allem, was dazu. Ich glaube, da hast du mal was erzählt, oder wie sie eingewassert worden ist. Ja, wir haben schon mal erzählt über das Einwassern.
Auch das Schiff-Sitting, wo wir hier die 4 Tage auf dem Schiff verbracht haben miteinander. Und ich glaube ja immer noch, dass unser Schiffskobold damals gesagt hat: Jungs, wenn ihr das hier nicht ernst meint, dann können wir das an der Stelle bleiben lassen. Also zeigt's mal, wie ernst ihr das meint und wie stabil ihr seid. Und wir machen hier jetzt mal 4 Tage Schiffsuntergang. Na, war es ja nach 4 Tagen auf einmal, war es ja dann dicht. Ja, aber sie ist schon noch mehr raus. Man hat da hinten das Leck machen lassen. Also Stimmt. das, also nicht ganz raus, aber die hat auf dem Slipwagen drauf Ja, beim Steinlechner stimmt. und hat sie dann rückwärts raus und dann haben sie dann praktisch auf dem Slipwagen dann hinten so notdürftig das Leck repariert, Ja. weil der Wassereinbruch war einfach zu stark. Das hätte die Pumpen niemals geschafft hier, auch strommäßig nicht. Und ja, dann ist sie eben da repariert worden, wieder eingewassert, dann ging es dann die restliche Saison. Das war ja am Anfang, das sind wir ja noch nicht aufgefahren. Ja, es wusste noch kein Mensch, dass wir das auch gewerblich machen und Ja. haben das ja erst so nach und nach aufgebaut. Und im Winter haben wir ja dann die größeren Reparaturen gehabt, die Ja. ersten großen. Ja, das ganze Ja, Heck so neu. ging es dann los, ja. Ja, aber also es gab ja schon durchaus Momente hier oder auch Herausforderungen und Schwierigkeiten mit dem Schiff, wo man ja schon irgendwo auch mal mit den Augen rollt und sagt, boah, nee, komm jetzt nicht schon wieder, bitte. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bereue da überhaupt gar nichts. Ich bin so glücklich, dass wir das gemacht haben, dass wir es gewagt haben, dass wir uns da auch durchgekämpft haben durch dieses oder jenes, weil die vielen schönen Momente, vor allem auch mit den Gästen, wenn die hier Spaß haben und beseelt auch von Bord. Wir haben gerade eben über eine ganz liebe, sehr, sehr, sehr treue Kundin oder einen sehr Ja. treuen Gast gesprochen, die auch hier wieder vom Early Bird runter ist und total glücklich war und selig war. Also ist schon gut, sehr, sehr gut. Also ich möchte die Erfahrung mit der Sir auf gar keinen Fall missen. Ja, wir haben halt mehr oder weniger durch das, dass wir das Schiff gekauft haben, ja, ein Schiffsleben gerettet. Es hätte durchaus passieren können, dass das Schiff eben heute nicht mehr geben würde ohne uns. Wie es vielen Wie es Traditionsschiffen im vielen geht, Moment ja auch ja. wirklich ergeht. Die verrotten, kaputt gehen, nicht gepflegt werden und dann irgendwann verheizt werden. Eben, weil Holzschiff ist halt ein Holzschiff, man muss permanent dranbleiben, damit man es am Leben erhält. Und es hat auch so, man fühlt es ja, wenn man hier ist, wir sitzen jetzt hier im Salon, reden miteinander und es ist einfach, das hat eine Seele, das Schiff. Absolut. Ja. Ja. Wir reden mit dem Schiff, ja, genauso wie mit unserem Poldi wir reden, der die restliche Zeit, wenn wir nicht da sind, auf unser Schiff aufpasst und uns immer wieder aufzeigt, hallo, da ist was nicht in Ordnung, kümmere dich Macht drum. was. Und immer, muss ich auch dazu sagen, immer rechtzeitig. Absolut. Wir sind immer dann zur richtigen Zeit da gewesen, dann Ja. hat er uns das gezeigt und dann konnte man reagieren. Ja. Das hätte ja auch mal anders ausgehen können. Kommen wir einen Tag später, wäre es vielleicht auf 10 Meter Tiefe gewesen, hätte man vielleicht noch Mast gesehen vom Schiff. Da hatten wir viele Situationen, die Ja. genauso waren, dass wir genau zum richtigen Augenblick da waren, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und Genau, ja. das ist der Poldi, ja. Es ist nicht Seemannsgarn. Das Nee, ist. ist kein Garn, ja. Kammer. Also, ich bin sehr, sehr glücklich, dass du das gemacht hast und bin sehr glücklich über das Schiff. Und irgendwann werden wir es weitergeben, hoffentlich in beste Hände irgendwann nehmen. Ja, wird ein bisschen dauern. Das wird nur dauern, selbstverständlich. Aber nee, mir geht es genauso. Und hier zu sitzen, nee, das ist schon schön. Also, bereue da nichts und Und bin es da sehr macht auch glücklich. Spaß, eben den Gästen, euch eben das auch zur Verfügung zu stellen. Es macht einfach auch Spaß, mit Gästen zu fahren. Wenn man sieht, die sind alle glücklich, die haben strahlende Gesichter. Es tut einem ja selber auch gut und dann freut man sich. Und Schön. ich kann mich an keine Situation erinnern, dass irgend mal jemand an Bord gewesen wäre, der gesagt hat, so ein Scheiß, was soll das, was mache ich hier? Gab es nie. Die meisten oder fast alle eigentlich sind happy und klar gibt es Situationen, wo das Wetter halt nicht so schön ist und man hat sich vielleicht ein anderes Wetter vorgestellt, aber selbst wenn es mal richtig geschifft hat oder Gewitter war, das ist auch eine Faszination auf dem See, das zu erleben. Und die Leute sagen, was, das war so beeindruckend, das zu erleben, die Chance hat man sonst nicht. Da muss man auf dem See sein und man muss auf dem Schiff sein. Und das Schiff ist halt nun mal ein Hochseeschiff und bei jeder Situation absolut sicher. Das Wie ist der Riesenvorteil. wir vor 2 Jahren bei unserem Orkan erleben durften. Ne? Ja.
In der Nacht habe ich viel Vertrauen in unser Schiff bekommen, als es uns da erwischt hat. Aber da reden wir anders mal drüber, wie die Orkannacht da war. Aber da habe ich, also seit der Nacht, ich habe vorher schon viel Vertrauen in unser Schiff gehabt, aber seit der Nacht ist das unerschütterlich. Das ist, was das Ja. Boot ab kann, das ist unglaublich. Und das mit der Yoga-Truppe an Bord. Ja, wie schön! Und die fliegenden Subs hinten dran. Aber da erzählen wir anders Ja. mal. Christian, schön, dass wir heute hier sitzen können und quatschen können. Ich freue mich riesig und schön, dass wir das Schiff haben und schön, dass wir uns haben. Und du komm ganz, ganz entspannt und ruhig wieder richtig zu Kräften Ja. und auf die Füße und Mir geht es ja auch schon wieder gut und kann auch soweit auch wieder alles machen. Nur halt mit Gästen fahren, da gehört halt mehr dazu. Klar, ich muss die Schiffe jederzeit, wenn ich alleine bin, im Griff haben. Und da ist es halt körperlich momentan noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich kann das Schiff bei jeder Situation auch körperlich im Griff haben. Weil es ist dann schon auch Arbeit. Unter Umständen, wenn jetzt mal ein Gewitter aufkommt, dann die Segel runter tun und gleichzeitig ja, alles zu machen, da brauchst du auch Kraft dazu, auch die Energie und ganz so weit ist es noch nicht, aber für nächstes Jahr ganz sicher wieder. lass dir Zeit, erhol dich gut und nächstes Jahr sind wir dann in voller Crewstärke wieder da und auch mit Genau. Christian am Lino Ruder. bleibt uns hoffentlich erhalten. Du, dem macht Spaß, Ja. ja, und Lino ist ein hervorragender Segler, Ja. wie wir vorher gerade schon besprochen haben und ein ganz ausgezeichneter Skipper. Vielleicht mag auch mal Alex wieder mal das ein oder andere Mal fahren, wenn er Wäre Lust hat. super, wäre super. Kam ja auch ganz gut an, so wie ich gehört habe. Ja klar, wir mit seinen Gruselgeschichten vom See. Ja, er hat halt die Ahnung durch seine Wasserwacht. Er kennt halt viele Geschichten. Ja, also die soll er doch mal selber erzählen, die Gruselgeschichten. Wir Eben. sind für Seemannsgarn, Alex macht dann die Gruselgeschichten. Genau. Okay. Hey. Alles klar. Dann Macht es gut. macht es gut.